trotzdem das Eisloch betrachten. Warum denn? Keine Ahnung. Ich könnte mir aus mehreren Einzelteilen eine Angel bauen und mir damit etwas zu essen fangen. Ach, würde das einen Spaß machen? Kann ich ja gar nicht. Nicht. Das war so lustig. Lass den Gänsen ihre Füßchen. Diese Petra, die Eckenhaut, Mitleid. Sehe ich auch so. Hier haben wir auch alles ange. Das haben wir, da haben wir irgendwas angezündet. Keine Ahnung, was das eigentlich gebracht hat. Weiß ich auch nicht mehr. Dass der Kerl irgendwie nicht mehr ein Yeti ist oder irgendwas. Ich kann nicht. Wieso bemerkt er dich eigentlich nicht mal, der gute Mann? Hier ist doch nichts. Ich sehe es nicht ein. Jetzt nicht, wenn Cornelius mit ihm. Hat immer noch den Yeti, stimmt. Ich will auch mit ihm sprechen, das ist ein guter Gespräch. Vielleicht kann man das Babyvieh ja einsperren da. Habe ich schon versucht vorhin. Echt? Nein. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine Aufnahmepause und dann schauen wir gleich weiter, oder? Echt? Ja, was sollen wir denn machen? Das ist ja auch langweilig für die Zuschauer, ne? Okay, gehen wir noch einmal zurück zu Petra und dann. Ja, das ist doch schön, da zu speichern. Neben Petra. Oder? Käfig, ja. Gut, dann sehen wir uns mit neuem. Ja, wir kundigen uns jetzt mal ein bisschen, weil wir haben halt keine Ahnung. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Servus. Oder auch gleich oder weiter. Wieder, ja. Mhm. Servus. Servus. Oh, da werden wir auch schon wieder zurück. Hier bei den Viehchroniken. Ja, wir haben rausgefunden, dass man das Baby viel mit dem Sandwich verbinden muss. Hätte man jemand mag dich nicht, mein Kleiner. Also ich mag dich sehr gerne. Also der macht einfach in der Hand, dreht sich einmal so nach. Gemütlich gemacht. Ich finde es super cool aus. Das muss der jetzt so. Jetzt halt. Und weiter haben wir uns nicht geschreuert, der Rest ist neu für uns. Ich freue mich schon. Sag ja zu nein. Mhm. Ich habe hier ein schönes Sandwich für dich, ganz ohne Hintergedanken. Und auch ohne Fleisch? Aber natürlich. Also schön. Dein Beitrag zum Umweltschutz wird vermerkt. Was war das? Meine geheime Zutat, Milady. Hallo, Baby. Geile Sache. Was ist für Schuhe an? Endgeil. Top. Nichts für ungut, Kleiner. Oh, da kommt die Gewinnermusik. Der Meister hat gewonnen. Jetzt können wir die Antenne nehmen. Oh. Ich will das Schild aber auch Petra nehmen. Petra hat ihr Protestschild vergessen. Gute so Petra. Schande. Das ist eine Antenne. Oh, wir haben die Antenne. Deswegen haben wir den ganzen Aufstand gemacht. Sagen wir das nicht Schild nicht? Ich hätte auch gerne das Schild gehabt. Da vielleicht die Kiste können wir auch mal machen. Kurz. Na, stimmt. Man sagt ja, dass Wahnsinnige über große Kräfte verfügen. Trotzdem ist es nur schwer vorstellbar, wie Petra mit dem Ding auf dem Rücken bis in die Nordlande gewandert ist. Ja, die ist ja verrückt. Nee, die ist einfach sehr sportlich. Mal schauen. Ja, stimmt. Eine Trinkflasche. Dabei ist Wasser das Einzige, was es hier in den Nordlanden zu Genüge gibt. Zumindest in gefrorener Form. Stimmt. Ja, der ist wirklich... Ah, der hat Wasser mitgenommen. Glasflasche, ich will mir so ein bisschen Eiswasser nehmen. Die Flasche ins. Nein, da ist noch ein Rest gelblicher Flüssigkeit in der Flasche. Und was immer das ist, ich befreie es besser nicht aus seinem gläsernen Gefängnis. Gelbe Flüssigkeit von Peter, was wird das sein? Naja. Gut, jetzt können wir hier die Antenne diesem Obervieh-Freak bereit. Oh, hat sich das gewandelt. Baby Butter, du wissen? Was soll ich sagen? Kinder lieben Butter? Ich hab die Antenne besorgt. Ah, gut. Das Vater? Ist eine andere gute Gefährte. Mensch, Antenne. Das ist gut. Du bist also wirklich ein Meisterdieb, Mensch. Hole unser Herz aus dem Schiff des verruchten Hexers und dir ist unser ewiger Dank gewiss. Mag alles sein, aber nach dem Diebstahl muss ich so schnell wie möglich fliehen. Ihr müsst mein Schiff reparieren. So sei es. Ich lasse meine besten Leute daran arbeiten. Und ich gebe dir einen Partner mit. Ich hab grad Panzer gelesen. Ich weiß, er wird dir keine große Hilfe sein. Aber er kann mir Bericht erstatten. Er hat mich vor dem Yeti gerettet, weißt du? Er ist ein Held und wird mir bestimmt sehr nützlich sein.
Der kommt jetzt mit uns, der gute Knabe. Mhm. Schön. Was ist Gerät? Deine Freundin? Also los, steh mir nicht im Weg herum, dann kommen wir beide wunderbar miteinander aus. Na also, die Trottel reparieren mein Schiff und in ein paar Stunden fliege ich mit der alten Lady einem Happy End entgegen. Ich muss bis dahin nur beschäftigt tun. Hoffentlich läuft mir Munkus dabei nicht über den Weg. Ich sehe gerade gewieft, wir können jetzt wechseln. Mit dem Vieh spielen, das ist doch auch gut, oder? Magst du mit dem Vieh spielen? Nee, ich gar nicht, oder? Nee. Ist ja eigentlich schon sympathisch. Ja, ist cool, dass wir das wechseln können. Das wusste ich gar nicht, was das geht. Das ist eine feine Sache. Kann man jetzt irgendwie gehen? Nee. Was soll ich jetzt machen? Keine Ahnung, unser Schiff wird gerade repariert, also. Ja, aber schauen wir da mal hin. Vielleicht müssen wir jetzt irgendwas machen, oder was ist denn der Auftrag? Wir sind nicht um. Was ist das da hinten jetzt? Wolltest du vorher schon? U-Boot betrachten. Ein U-Boot, wie soll das ein U-Boot sein? Das war vorhin noch nicht da. Ja, genau. Von Munkus würde ich mich am liebsten fernhalten. Ach, das aber ist mein haariger Schatten würde stutzig werden, wenn ich mich überhaupt nicht um das U-Boot kümmere. Dann wollen wir mal die Lage auskundschaften und euch euer Herz zurückholen, was? Cool. Chillig. Ja. Das sind ja nette Gefährten. Mit denen kann man sich ja gut spielen. Elende Blechdosen. Ich habe eine Zeit lang in Rothafen gelebt und hatte ständig Angst, dass sie mich eines Nachts holen kommen. Zum Glück klapperten sie so laut, dass man gewarnt war und sich vor ihnen verstecken konnte. Das ist eine feine Sache. Die schwarze Wache da. Ja, das ist ein blöder Job sein, den ganzen Tag hier im Nichts herumzustehen und ein U-Boot zu bewachen. Da lobe ich mir doch das Abenteurerleben. Da ist man frei, lernt interessante Leute und ungewöhnliche Orte kennen und wird vielleicht von einer grünhäutigen Kopfgeldjägerin getötet. Sie steckt euch dieses U-Boot einfach so drin. Ist da gerade aufgetaucht, was weiß ich. Betritt das U-Boot. Ob das geht oder nicht, das werden wir gleich sehen. Munkus ist ein Heerführer der Schattenarmee. Von dem halte ich mich so fern wie nur möglich. Heerführer der Schattenarmee. Wenn das U-Boot getaucht ist, steht nur dieses Schott zwischen deinem Leben und deinem nassen Grab. Keine schöne Vorstellung. Also das ist das Schiff vom Munkus, oder? Ja. Ein kleiner Kanister. Er könnte mit Gift, Salatöl, Farbe oder flüssigen Flüchen gefüllt sein. Flüssigen Flüchen ist nicht auch gerne. Halte ich für ein Gerücht. Reinigungsbenzin. Kannst du es über die schwarze Wache kippen oder mit der Glasflasche verbinden? Muss ja also ausprobieren. Ne, da geht nichts, schade. Holzkisten. Einige Transportkisten. Seltsame Form. Hey, Finger weg! Oh, ich kann auch reden. Was ist denn da drin? Geheime Sachen. Geheime Sachen wie? Raketen, Granaten, Sprengstoffe. Geheime Sachen halt. Wenn das was sagen. Können wir die nehmen? Die geheimen Sachen? Anscheinend nicht, aber. Will Munkus hier einen Krieg anfangen oder wozu braucht er diese modernen Waffen? Goblin-Raketen sind nicht billig. Im Süden werden sie mit Gold aufgewogen. Goblin-Raketen? Kann man den Pinguin irgendwie nehmen? Öl drüber schütten? Pinguin, Mann, ich mag diese Pinguine, die sind wie die besten von allen. Pinguine. Die Legende sagt, dass sie einst majestätisch am Himmel ihre Kreise zogen. Dann. Ich kenne gar nicht die Legende. Nee, ich auch nicht. Da gibt's noch einen zweiten Eingang. Was ist das, wo er gerade davor steht? Wer steht wo davor? Da steht noch ein. Ich habe das U-Boot noch gar nicht betrachtet, oder habe ich? Offene Flugschiffe sind mir lieber als so ein Metallsarg. Man stelle sich den Gestank vor, wenn ein Trupp Orks damit auf Reisen ist. Stimmt. Ja, die Benzin auf Pinguin. Oder vielleicht auch Glasflasche. Was ist das hier? Öffnen die Luke? Ne, die habe ich ja gemeint. Die Wache wird nicht völlig ohne Grund dort stehen. Es könnte sogar sein, dass sie die Luke bewacht. Nur so ein Gedanke. So. Ich würde sagen, wir gehen noch wieder. Wir haben ja eine Kanister. Der kann auch mit dem Vieh was anderes machen. Nicht, oder? Das muss ja irgendeinen Sinn haben, dass man irgendwelche Leute wechseln kann, oder? Ja, ich glaube schon. Wieso geht ja echt eigentlich so komisch mit? Da steht so unten rum. Ja. Na also, die Arbeiten an der Mary haben begonnen. Haut rein, Jungs. Ich habe meinen Teil der Abmachung schon so gut wie erfüllt. Hast du nicht? Was sag ich, der Teil der Abmachung? Nicht um.
Techniker, so. Ich hoffe, die beiden wissen, was sie tun. Nerdig genug sehen sie zumindest schon mal aus. Nerdig. Sie sind richtig Hallo. Professionell. Wie geht's voran? Sehr kaputt. Ja, sieht so aus. Ersatzteile fehlen. Ersatzteile? Was für welche? Kolben, Dampfmaschine. Ein Kolben für die Dampfmaschine fehlt? Habt ihr sowas nicht unten in eurer Werkstatt? Nein, leider. Und Maschinenöl. Feinstes Maschinenöl. Feinstes Maschinenöl. Brauchen. Dringend. Verdammt. Also ein bisschen Kolben finden. Ich kümmere mich darum. Noch. Können wir den schon in den Kanister geben? Leerer Kanister. Das ist leer. Das ist leer. Und da, die Petra soll sich ja Maschinenöl. Schad. Ja, das war's dann da. Also wir müssen Öl finden und einen Kolben. Ein Kolben? Ich würde sagen, wir gehen nochmal dahinter zum, wie das gewandelt hat. Ja, vielleicht. Okay, hier. Die Viehchroniken, was für ein gutes Spiel. Mysteriös, auf jeden Fall. Naja. Also hier hat sich eigentlich auch nichts verändert. Cornelius, guter Knabe. Hey Cornelius. Wie lautet das Codewort? Trottel. Oder Wuschelhase. Lautet es Wuschelhase? Nein, damit hast du dich verraten, Yeti. Das war nur ein Test, ob du aufmerksam bist. Oh, also gut. Und wie lautet das Codewort wirklich? Muschelhase. Lautet es... Ach, schade. Nein. Das Oh, Ja, ich habe weder Würfel noch Drehscheiben. Ich habe keine Drehscheiben bei mir und das mit den Würfeln habe ich nicht kapiert. Wovon redest du da? Das Codewort. Aber schnell! Codewort? Was für ein Codewort? Das Erkennungswort, das ich dir gegeben habe. Ich würde es dir gerne geben, Cornelius, aber dazu musst du mir das Wort erst einmal nennen. Das habe ich nicht. No. Nein. Und wozu überhaupt ein Codewort? Verstehst du denn nicht? Der Yeti im Eis. Das drückt der Kerl. Erst war da der Yeti, dann habe ich erneut hineingesehen und plötzlich war da ein heruntergekommener Mensch, ein Gefangener, wie ich erst dachte. Ja, und bei mir war dann ein gut aussehender Abenteurer. Exakt, jetzt hast du es begriffen. Naja, noch nicht ganz. Ist dir denn nicht klar, was das bedeutet? Wer ist ein Spiegel? Der Yeti ist ein Gestaltwandler. Stimmt. Und weil der Yeti ein Gestaltwandler ist? Kann ich nie sicher sein, in welcher Gestalt er sich hier reinschleicht. Und deswegen das Codewort. Richtig. Der haarige Bursche hat mich lange genug an der Nase herumgeführt. Aber jetzt kenne ich sein Geheimnis. Aha. Und wie lautet das Codewort? Melon. Oh. Maschinenöl. Ich brauche feinstes Maschinenöl für die Reparatur der Mary. Hm. Ich habe solches Öl. Eine ganze Kanne voll. Sehr nett. Ausgezeichnet. Doch ich kann es dir nicht geben. Ja, klar. Ich brauche es für mein Yeti-Kostüm. Ich brauche nicht viel, nur ein paar Tropfen. Und was, wenn genau diese paar Tropfen den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen? Und was, wenn ich mich an den Yeti heranschleiche und kurz bevor ich ihn habe, mein Anzug quetscht? Und ich dann denke, hättest du dem netten jungen Mann besser nicht dein feines Maschinenöl gegeben, dann hätte jetzt... Feines Maschinenöl. Das heißt, erst wenn du den Yeti gefangen hast, bekomme ich das Maschinenöl. Das Feine. Richtig. Großartig. Klasse. Ich habe den Yeti noch nicht gefangen. Ja, aber... Kein Aber. Ich brauche das Öl für mein... Auf Wiedersehen, Cornelius. Versuch nicht auf den Kopf zu fallen. Okay. Oh Mann, das ist ein Trottel. Wollte so ein... Defekt, ach Mann. Wieso versteckt er denn sein Maschinenöl? Er ist halt dein größter Schatz. Ich hasse den Kerl auch jetzt. Genauso wie Petra. Ich können wir jetzt mal den Vieh nehmen und dann nochmal zu ihm hingehen. Wo ist der eigentlich? Ach, der hängt hier ab. Ja. Yeah. Wie geht der mit Nate?
Pudeluput. Okay, ich übernehme. Nein. Nichts machst du. Pudeluput heißt, müsst du spielen. Hey, Fee. Übernimm du mal. Ich glaube, er nachdenken muss. Pudeluput passt, also übernimm du mal. Gemälde betrachten. Das kommt mir davon noch nicht. Krumm. Ja, dann, seltsamer Mensch. Was? Ich kenne dich. Du wolltest mich nicht bei meiner Jagd nach dem Yeti unterstützen. Hm? Ich wollte dich als ortskundigen Führer haben. Aber du bist einfach weggegangen. Ihr Feldträger steckt wohl alle unter einer Decke, was? Ja, wenn ich ein Vogel wäre, bräuchte ich keinen Führer. Aber diese ganze Diskussion erscheint mir relativ sinnlos. Findest du nicht nett? Ja, mir auch. Zelle. Stimmt. Okay, da können wir jetzt noch mehr rumprobieren. Das ganze Spiel ist halt nicht nur so ein einzelnes Rumprobieren, oder? Mhm.